Als nächstes möchte ich zeigen, wie man eine Videokonferenz plant und dann auch startet. Ich werde eine Videokonferenz in meiner Gruppe Informatik planen. Hierzu klicke ich auf die Gruppe Informatik. Hier unten haben wir das Kamerasymbol, wo man eine Besprechung starten kann. Hier sieht man mich auch schon. Ich könnte die Besprechung auch jetzt beginnen. Ich möchte sie aber planen, sodass die Schüler und Schülerinnen kontaktiert werden, wann diese Besprechung stattfinden sollte. Hier schreibe ich den Titel Besprechung Informatik. Hier kann ich die Uhrzeit eingeben. Es ist jetzt 13:34 Uhr. Ich werde die Besprechung um 13:40 Uhr planen. Hier könnte ich noch verschiedene andere Informationen weitergeben, aber ich möchte, dass die Kinder jetzt so kontaktiert werden und klicke hier auf Senden. Hier sehe ich jetzt schon in meinem Beitragsverlauf, dass eine Besprechung geplant wird und die soll dann um 13:40 Uhr stattfinden. Gut, es ist jetzt nach 13:40 Uhr. Ich werde die Besprechung jetzt starten, klicke hier auf meinen Beitrag, den könnte ich hier nochmal verändern oder sogar absagen. Ich möchte aber nun an dieser Sitzung teilnehmen und versuchen, auch andere in diese Besprechung einzuladen. Klicke hier auf Jetzt teilnehmen. Und hier könnte ich mir jetzt meine Teilnehmer anzeigen, die ich eingegeben habe. Das wäre jetzt eben die Ina Stein und der Max Müller. Ich sehe hier, Max Müller ist online und hat sich schon verbunden, weil er sich an den Termin gehalten hat. Ja, hallo Max, wie geht's dir? Hallo, Herr Professor. Danke, mir geht's gut. Das ist ein neues Kapperl, Max. Ja, Sehr ist das schön. schön? Es ist sehr schön. Wollen Sie auch eins haben? Ja, sehr gerne. Ich bringe Ihnen eins mit das nächste Mal. Passt. Dann sehen wir uns ja bald. Dann bis bald, Max, und alles Gute zu Hause auch. Tschüss. So, jetzt legen wir hier wieder auf. Und so könnte man einen Gruppenchat starten. Ich möchte jetzt noch zusätzliche Funktionen für so eine Videokonferenz zeigen. Darum steige ich jetzt nochmal in diese Besprechung Informatik ein. Klicke hier auf Teilnehmen und hier auf Jetzt teilnehmen. Und blende mir auch meine Teilnehmer ein. Hier habe ich jetzt wieder diese erfundenen Schüler, Ina Steiner und Max Müller. Die sind beide jetzt nicht online. Ich könnte versuchen, mit rechten Mausklick die Teilnahme hier anzufordern. Müsste ich hier draufklicken, mache ich nicht. Wenn mir noch jemand einfällt, mit dem ich in dieser Sitzung Kontakt aufnehmen möchte, ist das auch kein Problem. Dann könnte ich hier jemanden einladen. Jetzt versuchen, den Kollegen Grüner einzuladen. Ich rufe ihn jetzt hier an und schaue, ob er hingeht. Hört gut aus. Ja, hallo Georg. Wie geht's dir? Hallo Christian. Wo bist du? Wie Ich bin doch jetzt? anscheinend in der Schule. Ich habe jetzt die Schulglocke gehört. Ja, bei mir alles in Ordnung. Super, bei mir Teams auch. funktioniert. Wir sehen uns Super. bald. Wir sehen uns gleich. Tschüss. Tschüss. Ich lege jetzt hier auf. Und so kann man Videokonferenzen in Teams starten. Eigentlich ganz einfach.